Was geht, Leute? Mein Name ist Nightly Snights und willkommen zu Granny Chapter 2. Juhu. Granny hat ein zweites Chapter bekommen und nachdem ich nicht mal das erste geschafft habe, dachte ich auf jeden Fall, ich bin qualifiziert dafür. Und Granny hat anscheinend einen Freund mitgebracht. Oh, sieh mal an, er ist genauso hässlich wie sie. Ich habe heute ein so gutes Gefühl, dass wir das schaffen. Ich spiele das Spiel nämlich heute hiermit. Das heißt, auch wenn ich am PC spiele, ich habe so ein kleines Keypad hier, mit dem ich halbwegs normal steuern kann. Und wenn ich normal steuern kann, ist kein Spiel ein Problem für mich. Es wird Zeit für Granny Chapter 2. Oh, ich bin so gehypt. Sei leise. Granny hört alles. Oh boy. Großvater hört nicht sehr gut, aber er schlägt sehr hart. Really? Okay, ich hab's verstanden. Wie in Chapter 1, die Oma hört alles, was wir tun. Und anscheinend sind es jetzt zwei Gegner. Und der Großvater soll angeblich noch einen verdammt harten Schlag haben. Wo wachen wir hier auf? Ist das ein neues Haus? Was ist das für ein Raum? Oh Gott, ich glaube, ich höre schon was. Woher soll ich wissen, wann ich am besten aus dem Raum rausgehe? Warte ein kleines bisschen, Snily. Wir sind draußen und ich glaube, da hinten liegt was. Wir haben eine Crowbar. Das ist schon mal extrem gut. Snily, bleib ruhig. Es ist alles gut. Hallo, Mother. Nein! 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 In was für einem komischen Haus sind wir? Ist das wirklich so klein? Also es wirkt ziemlich klein. Da hinten ist noch eine Tür. Wir sollten uns wirklich beeilen. Ich glaube, wir starten hier im Keller oder sonst was. Ich würde ziemlich gern die Crowbar mitnehmen, aber ich weiß nicht, wann die Granny kommt. Die wird auf jeden Fall irgendwann in nächster Zeit hinter mir erscheinen. Und sie muss aus irgendeiner Tür rauskommen, aber ich weiß nicht, aus welcher von den beiden. Oh Gott, ich öffne jetzt erstmal die hier. Was ist das? Was zur... Oh Gott, ich habe ein doofes Gefühl. Was kann ich hiermit... Kann ich damit die Granny töten, ne? Das war ein Fehler, oder? Ich könnte schwören, das war ein Fehler. Das hat die Granny hundertprozentig gehört. Sie... Oh! Was? Das war das erste Mal der Opa. Aber die Frage ist, wenn die Granny mich one-hittet und der Opa härter schlägt und er mich auch one-hittet, inwiefern schlägt er dann härter? Vielleicht bewegt er sich schneller oder sonst was? Es ist schon Tag Nummer 3 und wir haben es nicht mal ins Haupthaus geschafft. Das ist ehrlich voll traurig. Aber es ist okay. Wir erkunden gerade ein bisschen. Die Crowbar müsste auf jeden Fall doch hier in diesem Raum liegen. Komm schon. Die Crowbar haben wir jetzt schon mal. Wohin führt diese Tür hier? Können wir die öffnen? Oh, was? Ich dachte, wir sind schon im Keller. Aber anscheinend nicht. Okay. Das ist creepy. Wo bin ich hier angekommen? War das gerade ein Oktopus? Was ist das hier? Das können wir nicht zufällig mit der Crowbar öffnen. Nein, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Und dann können wir mit dem Boot entkommen. Mit einem Boot? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich hoffe, die Oma läuft jetzt nicht zufällig die Treppe runter, weil das wäre das dümmste... Oh mein Gott. Ich habe keine Lust, das Spiel zu spielen. Bitte, Oma, sei jetzt nicht um die Ecke. Oh Gott, ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay, anscheinend ist sie hier nicht. Das ist schon mal sehr gut. Aber wie kommen wir hier raus und in das Haupthaus rein? Ich meine, ich sehe keine Tür. Da oben ist eine Kamera. Was macht die denn? Ich frage mich langsam ernsthaft, woher kommt die Oma eigentlich? Oh, warte mal. Oh! Ich habe den Eingang ins Haupthaus gefunden. Alter, da hinten ist die Oma. Dreht sie sich um? Hat sie mich gesehen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das heißt, wir können, wenn wir uns beeilen, ganz schnell hier langlaufen. Was ist das für eine Tür? Da werde ich doch niemals durchkommen. Alter, und wo ist der Opa? Bitte sag mir, der Opa ist nicht hier oben gerade. Oh, hier gibt es einen Lüftungsschacht. Können wir den vielleicht irgendwie öffnen? Ich meine, wir haben ja die Crowbar. Es funktioniert. Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Das ist schon Tag Nummer 4. Das heißt, Snily, wir müssen uns jetzt wirklich konzentrieren. Der Weg nach oben ist da. Und oben muss auf jeden Fall irgendwo der Schlüssel sein. Wenn wir den Schlüssel haben, können wir dann schon mit dem Boot entkommen direkt? Ich würde gerne da lang laufen, aber da hinten ist auf jeden Fall die Granny. Ich weiß nicht... Oh, Mann! Der hat den Schlüssel um den Hals! Was?
Beteiligten bitte seinen Schlüssel holen, wenn er um sein... Wir müssen den Opa irgendwie ausnocken. Das ist die einzige Chance. Dann kriegen wir wahrscheinlich den verdammten Schlüssel. Oh Gott, hier können wir uns theoretisch drinnen verstecken. Was ist hier drinne? Komm schon, irgendwas Hilfreiches. Dafür haben wir auch kein Key. Lass mich hier jetzt erstmal die Tür schließen. Das Problem ist, die Oma hört alles. Das heißt, die bekommt wahrscheinlich auch das mit. Hier könnte... Oh, okay, das ist interessant. Allerdings ist hier kein Schrank drin. Mann! Granny, hör auf! Oh Gott. Nein. Was seid ihr für Menschen? Bitte hört auf damit. Ich habe keine Lust da drauf. Bitte, ich bin noch so jung. Mann! Aber wir sind schon mal weitergekommen. Ich weiß, ich brauche jetzt auf jeden Fall irgendwas, um den Opa auszunocken. Damit ich seinen Schlüssel bekomme. Wofür der Schlüssel ist, weiß ich noch nicht. Aber er könnte theoretisch für das Boot sein oder für den Sicherungskasten, ne? Oder für irgendwas anderes, was wir noch nicht rausgefunden haben. Wie gesagt, wir haben auch noch nicht das komplette Haus erkundet. Es ist anscheinend ein richtig großes Haus, aber es gibt diesmal, glaube ich, keinen Garten. Oh, nein, 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 nein! Falsches Timing! Komm schon, Snily, versteck dich irgendwo. Opa kommt jetzt gerade. Beeil dich, komm schon, schneller! Bitte sag mir, Opa ist jetzt nicht im Keller. Ich habe keine Lust auf Opa. Aber ich habe Lust auf seinen Schlüssel. Wir müssen hier unten auch nochmal alles durchsuchen. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt hier unten ist oder nicht. Oh Gott. Ich glaube, er ist ganz nach unten gelaufen. In der Zeit hab... Nein! Was war das für ein doofes Timing? Bitte, lass niemanden von den beiden gerade oben sein. Darauf habe ich keine Lust. Wir brauchen Items. Oh nein, 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 nein. Bitte hört da mal auf. Es sind einfach zwei Gegner. Wie? Was soll ich denn dagegen tun? Und sie sind doch so schnell. Es muss irgendwas hier sein. Oh mein Gott, der Opa schläft. Und er kann nicht gut hören. Das ist mein... Nice, Mann! Oh Gott, wir sind schon etwas weitergekommen. Wir mussten den Opa die ganze Zeit gar nicht ausnocken. Aber ich glaube, die Granny hat mich jetzt gehört. Ich sollte mich... Oh mein Gott, nein! Nicht jetzt, wo ich den Schlüssel habe. Komm schon, beeil dich! Lauf ein bisschen schneller! Versteck dich! Komm schon, komm schon, komm schon! Danke! Wir haben den Schlüssel und das ist ein Security Key. Die Frage ist natürlich, ist er für oben oder ist er für unten? Ich gehe jetzt erstmal nach unten und hoffe, dass die Granny nicht nach unten gelaufen ist. Komm schon, bitte sag mir, die hat das nicht gehört. Bitte, bitte, bitte. Hierfür könnte der Schlüssel logischerweise sein. Hier unten ist sogar die Crowbar. Die könnten wir auch gebrauchen. Funktioniert das? Nope. Nein, Mist. Aber hier ist auch noch die Crowbar. Oh Gott, wofür können wir die gebrauchen? Hoffen, dass wir jetzt hier durch die Falle durchkommen, ohne erwischt zu werden. Das sieht gut aus. Und vielleicht, ich möchte auch diesen Schrank hier öffnen. Komm schon. Nein, da ist gar nichts drin. Können wir damit jetzt den Sicherungskasten öffnen und gucken, was da drin ist? Nein, wir brauchen einen Safe Key. Warte mal, das hier ist ein Safe und kein Sicherungskasten. Die Granny wird jetzt eh gleich kommen. Oh nein. Und hier ist gar nichts drin. Es hat mir also nichts gebracht. Ich höre ihre Schritte schon. Vielleicht komme ich doch noch weg. Komm schon, bitte. Bitte, bitte, bitte. Das sieht sogar gut aus. Das hier ist nur ein Fernseher. Mann, wir haben diesen komischen Key. Wofür kann der sein? Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe sonst keine Gegenstände gesehen, die ich aufschließen kann. Alter, das ist der Kraken? Oh Gott. Was ist denn los? Bitte hört doch auf. Woher kommt das Auge? Außerdem ist der Opa anscheinend ziemlich undominant in der Beziehung. Er guckt immer zur Granny rüber und sagt, ist das okay, wenn wir ihn so umbringen? Du bist ein Mann, entscheide selbst für dich. Aber Leute, ich denke mal, für die heutige Folge reicht das erstmal. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, bitte schreibt die in die Kommentare. Ich möchte das Chapter 2 wirklich schaffen. Ansonsten, Like und Abo nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.